Toni Schärli, wir sind hier auf dem Bodenberg oben und am Ort vom Funkclub Schlössli. Wir sehen aber hier hinten den Speicher. Warum heisst ihr Funkclub Schlössli? Der Funkclub Schlössli, der ist im Jahr 1981 gegründet worden und der Name kommt davon, weil sie ursprünglich im 1981 in Wiken waren, wo sie diesen Club gegründet haben. Und der Name kommt eigentlich vom Wiker Schlössli. Also von der Marienburg? Genau, ja. Wir sehen hier hinten die Antenne. Ich denke, was die Höhe oder so, was haben wir da? Ich meine, die näher bei uns ist, die ist um die 10 Meter um den Masten. Ja. Und dahinter die ist etwa 7 Meter. Und je noch etwa hinten sind 5 Meter Antennen drauf. Heute Abend haben wir hier hinten Funker oben. Wir sind auch am Grillieren. Gehört das auch ein bisschen dazu zu euch, nicht nur das Funkgerät? Ja, das ist so. Wenn man schon so schön gelegen ist, hier, dann darf man mal grillieren zu Abend. Und die wollen, können funken. Es gibt auch deren, die hocken eigentlich den ganzen Abend fast am Funk. Und deren, die nie schauen, die nur wegen dem Brötchen kommen. Also unser Club ist eigentlich für alle offen. Sepp Häfliger, du bist zwar noch ein Jungspund, wenn man dich so sieht, aber mit 74 bist du schon der älteste Schlössli-Funker. Was hat überhaupt dich zum Funken gebracht? Ja, ich bin eigentlich... Irgendwie hat es mich zuerst einmal noch so mit dem Hauseckenfunk-Handy, oder? Habe ich angefangen. Und nachher, was ist ein Hauseckenfunk-Handy? Ja, das ist heute, wo da die Kinder haben, wo sie nur so um Hausecken rummögen. Ja. Da, und das war mir dann natürlich auch etwas zu wenig gewesen. Und nachher ist mir da eben aufgekommen, dass man könnte ins Auto rein. Gerade das Grösste, dann zumal noch Nummer 22 Kanal. Mhm. Und nachher hat sich das gegeben, da hat man natürlich über den Funk geteilt. Diesen hat man da gehört und hat man einmal getroffen. Und darf ich noch etwas fragen, Sepp? Du hast eigentlich, aus Ebersäcker bist du der Erste gesehen, wo, ihr habt ja lange kein Handyempfang gehabt, wo die weite Welt rausgekommen ist. Ja, man kann es eigentlich so sagen. Ja, das ist jetzt 38 Jahre alt. Ja. Sepp, an der Ufer 86 hat sich dank dem Funken für dich sehr viel verändert. Du hast ein paar Funkerkollegen aus dem Göi eingeladen in die Sonne, wo du immer an den Funkertreffen Werbung gemacht hast. Du hast gesagt, es ist die beste Wirtschaft weit und breit. Und dann hast du ein ganz besonderes Erlebnis gehabt. Kannst du uns das schnell kurz erzählen? Dann ist eben der Safari 73 mit seinen zwei, mit seiner Frau hergekommen, auch jetzt dort. Und dann haben die daheim eine Tochter gehabt, die eigentlich nicht mitgehen wollte. Aber sie haben gestürmt mit ihr, sie soll doch auch kommen, sie soll doch auch kommen. Und tatsächlich ist die auch dort hergegangen, zu dem Mittagessen. Und nachher bin ich dort her. Und offenbar hat das schon gefunkt, ohne Funkgerät. Ja. Also Funken ohne Funkgerät ist wahrscheinlich das schönste Erlebnis von dir in den letzten Jahren. Ja, das ist so. Bea Brunner, dein Name ist Geissenboden 71. Ich habe gehört, du bist verantwortlich als Englisch überhaupt. Die Schlösslifunker hier oben, durch deine guten Kontakte, einen schönen Ort haben dürfen. Geissenboden 7-1, wie ist die Karriere losgegangen? Ja, die Karriere ist so relativ schnell gekommen. 1983 hatte ich mal Besuch auf meinem Bauernhof von einem Futtervertreter. Der hat mir dort gefunkt. Und da sage ich zu dem, das möchte ich auch. Und der ist losgegangen? Er ist gekommen mit einem Funkgerät, mit Antennen, und ich habe das auf den Traktor gebaut und angefunkt. Also du bist eigentlich der erste Traktorfahrer mit Aussenempfang in der Region? Das ist so. Und ich war eigentlich noch manches Jahr in der Schweiz in meinen Augen der einzige Bauer, der noch gelebt hat vom Bauern und Funker war, oder? Ja, hier ist der Borki 733 am Mikrofon beim Schlossgeist. Ja, hallo, jetzt ist David. Ich bin hier am Anfang.
Borki 733, der Raphael. Da bin ich, habe ich ein bisschen gestaunt, dass man überhaupt so weit runter mag. Also das Wetter spielt auch eine grosse Rolle bei den Frequenzen, bei den Weiten. Hier sind wir, Schlössliboden, Bodenberg, Zell-Luzern, der Locator Juliet, November 37, X-Ray Delta. Hier hinten können wir also Antennen und so wechseln. Also jetzt, es ist eigentlich jetzt der Beam dran, also der Rundstrahler. Ich tue mich jetzt hier auch noch schnell verabschieden und hoffe, dass man später vielleicht noch einmal funken kann. Das war es vom Schlossgeist 73. Cheerio, bye bye und noch schöne Verbindungen, wenn du noch länger drauf bleibst. Nach dem Gespräch mit dem Karat 73, das ihr im Bötuin lesen könnt, geht es jetzt für mich ins Face-to-Face, im Gespräch ohne Funk, zusammen mit den Schlössli-Funker hier oben auf dem Bodenberg. Eine Wurst, den habe ich mir jetzt auch verdient.